300 Schaden. Okay, das heißt ja locker wieder weg. Ich konnte mal noch zur Seite gehen. Seite gehen? BASD, Doppelklick. Ach, Dick, doppelt. Ist das oder Shift. Achso. Oder Shift, die. Luschen in der Reihe. Was hat der denn gemacht? Also, zum Boden. Warum ist Palmi hier schon gibt's Ärger? Ja, schon. Komm, geil, hey. Wieder aus dem kompletten Umkreis. Geil. Seid lieber froh, dass ihr überhaupt einen Levelaufstieg hier machen könnt, ja. Weil ich euch die ganzen Gegner anlocke. Das ist furchtbar nett von dir. Ja, nee. Lang. So, warte mal, lass mich mal ganz kurz mal schauen. Genau, abgeschlossene Käferquest, die müssen wir vorne abgeben. Die haben weggelassen. Hä? Nee, wir wollten die Käferquest weglassen. Okay, die will sie. Nee, Käferquest lassen wir jetzt weg. Komplett. So, wir machen jetzt Nest Eye. Und geben natürlich vorne noch den Scheiß ab. Für Nest Eye müssen wir das Gebiet verlassen, aber Nest Eye wird mir jetzt gerade nicht angezeigt. Musst du gucken, welches Gebiet wir müssen. Warte mal. Mom? Guck mal. Nest Eye, sammeln Sie auf den Krämerplatz im Turmviertel 6. Turmviertel. Sollst du mir das anzeigen? Nee, das will ich doch gar nicht. Ich will das hier. Ich habe jetzt Nest Eye. Ja, warte mal. Kanalisation durchsuchen. Grace Rathaus Schmuck. Raid Burns, okay. Also, ja, mir wird nichts angezeigt, wo das ist. Nee, nee. Wo war denn die Kanalisation? Waren wir noch nicht schon mal drin? Ich glaube, das war in der Stadt hier. Genau, ich würde sagen, wir geben mal die Quest ab und dann gehen wir mal raus aus dem Gebiet hier. Ich denke, das wird uns dann angeboten in der Stadt. Auch den Quest hier abgeben, den einen? Ja. Na, du kannst ja nochmal Nest Eye abgeben, oder nee, diese andere mit den Käfern. Ah, die Käfern müsste ich jetzt ins Gebiet reinrennen. Ach, hast du noch nicht alle Käfer gesammelt? Die Käfer habe ich schon alle gesammelt, aber dafür muss ich ins Gebiet rein. Die muss man irgendwo hinten abgeben, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay. Ich habe die auch abgegeben, also ich habe die auch alle. Das klappt. So, ich würde sagen, wir lassen das Gebiet erstmal, um eine Quest zu machen. Also ich habe Bock auf Kanalisation. Nest Eye. Ja, dann. Okay, dann. Okay, gucken wir mal, ob wir das hier finden. Ist aber ganz angenehm, dass du dadurch die lange Lauferei auch nicht hast, oder? Ja. Meinst du? Was sagst du dazu? Na, wenn du jetzt hier immer von Gebiet zu Gebiet springst. Von ihnen die Gegner spawnen ja auch sehr schnell wieder, ne, muss ich ja mal sagen. Also das ist nicht so wie bei DayZ hier, wo du fast einen Tag wartest, bis euer Zombie spawnt. Wenn man diese Seiten hieb, ne? Ach, Turmviertel war das, ne? Aber wir sind ne, wir sind doch gerade Turmviertel. Wo ist denn hier das? Aber wieso wird das mir auf der Karte nicht angezeigt? Ich guck nochmal. Ja, ich glaube ja, dass Kanalisation hier in Enclave war, da war doch so ein Gully neben dem Ding. Das stimmt, aber hier steht halt, also wir müssen wohl in das Gebiet hier rein. Komisch. Der Pfeil, ja, das hätten wir mal angezeigt, warte. Ja, auf der aktuellen Karte. Ich bin gleich in der Kanalisation. Ich bin in der Kanalisation jetzt drin. Wie bist du reingekommen? Da, wo wir schon mal wollten. Also, das heißt, ich bin drin. Ich warte jetzt darauf, dass ihr da seid. Wo bist denn du hingegangen jetzt? Bist du Protected Enclave oder was? Palmi müsste mich sehen können. Du bist auf einem anderen Server. Nein, sag mal, wo bist du jetzt hingegangen? Ah, Protected Enclave, ja. Ich seh's gerade. Protected Enclave, genau. Und dann da neben diesem Reittierhof, da. Gucken wir mal, ob wir was finden. So, genau, Palmi geht straight auf mich zu. Wahrscheinlich, naja. Dass er das nicht anzeigt, ne? Dass er uns nicht sagt, wo er hingeht. Na doch, mir zeigt er es jetzt an, auf dem Boden. Ach, jetzt zeigt es ja an. Ja, jetzt wo ich Protectors Enclave bin, dann ja. Komisch. Ein Bug? Hm. Unser Spielführer ist nicht da. Der Führer kommt sofort. Du bist auch mal ein Server, oder nicht? Ja, aber war das nicht so, wenn wir da reingehen, da hat es mich doch letztes Mal auch mitgezogen. Ja, aber da musste ich dich erst rausschmeißen und dann das erst wieder. Wir gucken mal, ich renn erstmal hin, okay? Ja. Mann. Die Gruppe wartet auf sie. Ja, schön, dass man denn nicht porteln kann oder so. Der Typ hat gar keine Beine gehabt, der hat auch keine Beine. Der hat keine Hose, Alter. Was ist hier los? Ich tanze ein bisschen für Palmi. Wir sind doch im selben. Das sah gerade aus wie der Tanz von Michael Jackson. Ja, das war ich auch. Dance Zombie oder was? Heißt das ja? Yeah! Questen, töten, Questen. Oh, neuer Einstiegspunkt wurde freigeschaltet. Aua! Oh, eine Falle. Das war eine Falle. Das war bestimmt Mr. Receiver. Hallo, mein Freund. Ja, ich hab's wieder ausgelöst, genau, und ihr seid reingelatscht. Wie Pech. Ich verzeihe dir. Oh, eine Schriftrolle, herrlich. Zum Identifizieren. Redet der Ende? Ich dachte, er ist halt tot. Das ist auch ziemlich tot. Bornschatz. Ist das jetzt hier eine Rolle oder was? Auf das Zurückholen der Schriftrollen wurde eine Belohnung ausgesetzt.
Betracht meiner derzeitigen Situation gerne mit euch teile, wenn ihr diese Aufgabe übernimmt. Er redet ja immer noch. Sobald ihr sie in eurem Besitz bringt sie meine Ausgang. Er kennt schon nichts mehr. Ihr lauft aber auch straight am Geld vorbei, ne? So. Also Mr. Paul, ich dass du da sehr viel Qualität drauf legst bei meinem Sachen. Oh, hier eine Kiste. Ne, was ist das? Och Mann, Religionsfertigkeit. Oder Paket notwendig. Fami! Ah, Fami! Was ist das hier? Tolle Falle. Das hat geleuchtet, wie ist das denn? Das der Dach leckt mich doch nochmal. Ich kann das doch nicht leuchten lassen. Was sind das für Menschen? Sieht hammer interessant aus, weißt du? Stellt sich rauf, bam! Was ist da? Das ist so schön. Oh, da ist noch was. Oh, da unten ist noch was. Könnt ihr alles liegen lassen hier? Och, fick dich. Oh, ich kann was machen. Juhu, alles einsammeln. Achso, ein Schalter brauchen wir. Ein Schalter? Mhm. Habt ihr einen gesehen, hinten irgendwo? Ja. Ist geil, dass das Knüppel auch mal genau dahin geht, wo du hinrennen musst, ne? Schön für Dumme. Mhm. Oh, da hinten. Achso, das können wir nicht machen. What the Doch, ich kann das. Die einzige Schwäche von der Kunde, Legasthenie. Ja. Extra für Dumme gemacht hier so. Bloß nicht lesen, weißt du? Bloß ja, nicht. Genau. Gehe nach links und dann zweimal rechts. Nein, nein, du kriegst das auf dem Boden, weißt du? Schriftrolle. Ach, das ist das Scheiß. Ja, guck mal hier, ein Fall von mir, Alter. Aua. Diesmal bin ich nicht in die Falle reingelatscht. Der Weg führt dich da auch lang, weißt du? Aua. Der Weg führt dich da genau rüber, ist auch ein bisschen gemein. Tötet ihn. Achso, ist er wirklich ein Gegner. Ich dachte, ich mach mal instant einfach mal töten. Was ist das hier? Wer hat das Gold gerade aufgesammelt? Sie haben die erste Schatzlade. Was für eine Schatzlade? Meine Lade. Meine Lade. What is it? Oh, Gollum. Ja. Ex-Mensch. Dein Schatzlade. Oh. Das Gold Daddy. Mag ja gar nicht Arachnophobie. So schlimm? Ja. Ich muss ja gleich meinen Monitor ausmachen. Links, rechts! Alter, was war das denn? Oh, ich hab ne Druidenrüstung oder irgendwas gefunden. Habt ihr auch etwas Geiles gefunden? Ja, Sägeblätter hier im Boden. Im Boden, ja toll. Oh nein, eine Grabspinne! Aber ich fühle mich schon ein bisschen so ins D&D-Universum versetzt. Ich weiß, es mag jetzt schwul klingen. Cool. Ein bisschen, ja. Bisschen edelt das schon so. Was also mal umhauen, ich kann das Ding nicht looten hier. Ist ja furchtbar, du kannst nicht looten. Meins, F, scheiße. Jetzt wäre das gut. Es war ein Dolch plus 2. Mein Freund, was möchten Sie mit diesem Dolch plus 2? Ausrüsten. Ich freue mich, dass du ihn nicht hast. Das ist dein Begehr, ja? Geil. Stärker bin ich geworden. Wo seid ihr jetzt schon wieder? Annie und ich sind schon in der nächsten Stage. In der nächsten Instanz. Wie sind die Türen jetzt? Oh, so? Ein Feuer, cool. Da musst du F drücken. F für mach auf. F für laden. F für fold. Kennt ihr den Descent eigentlich? Klar, das ist hammergeil, Alter. Ja, die vor allem die kleinen. Alter. Ja, vor allem die kleinen Dinger sehen genauso aus wie die Viecher, die es in Descent gab. Irgendwie. Stimmt, die Creeps, ey. Okay. Ja, genau. Keine Augen, kein gar nichts, Alter. Nur am Gehör. Ich habe aber neues Mal den zweiten angefangen zu gucken. Ja, war scheiße. Alter, Alter. Der ist hammerdumm. Ja, ist leider die Sequel, wie sie immer im Buch stecken. Das Geile ist, dass der zweite Teil keinen Sinn macht, wenn du die deutsche Version geguckt hast. Weil in der deutschen Version ist sie unten drin gestorben. Alleine, ne? Das glaube ich immer noch. Nee, sie ist rausgekommen. Nein, pass auf. Ich nehme ich auch. Wenn du den Film siehst, dann kommt sie raus, steht dann neben der Straße und schreit. Und dann siehst du aber, wie sie unten sitzt, neben dieser Kerze. Und dann rundum über die Creeps. Das heißt, sie ist drin geblieben. Die Szene gibt's aber also in der englischen Version gar nicht im Original. Ah, stimmt. Das war ja bloß eine Traumvision. Genau, das war eine Traumvision. Ne? Ja, das Ding ist halt, dadurch macht der zweite Teil in Deutschland gar keinen Sinn. Nee. Weil da ist sie ja draußen. Und da wurde sie ja, ne, macht sie am Krankenhaus auf und baut nochmal ins Loch rein. Na, wegen Amnesie, ne? Also ich. Genau. Tatsächlich gesagt, ich hätte da gar nicht mehr Bock drauf gehabt, da runter zu. Vor allem, was für ein Scheiß, ich meine. Oh, diese eine Szene finde ich so geil, wie sie denn durch diesen, zum Anfang diesen schmalen Gang gehen. Dann kommt der Erdrutsch. Und das ist Hammer, also die konnte sich gerade mal, also Schulter breit, Schulter hoch, ja.
Also die ganze Szene finde ich, wo sie da in der Blutpfütze dann landet und dann auf einmal hammerrot ja, also rauskommt. So, ne? Wie Rambo, weißt du, dann emporsteigt. First Blood. Nee, also echt super Film, muss ich schon sagen. Ja. Fetzt. Ich finde auch VHS, ne? Ich kann es immer bloß sagen. VHS, der Film. Hammergeil, Alter. Found Footage vom Feinsten. Teil 2 gerade draußen. Teil 2 soll besser sein als der erste. Von den Ideen her. Da haben wir jetzt auch schon irgendwie den neuen Teil nochmal Activity geteasert, ne? Der soll scheiße sein. Ich hab einen Trailer gesehen. Hammer dumm. Also, ja. Richtig. Also, ich bin großer Fan von der Serie, ne? Aber. Kein Bock. Also, es sei seit dem dritten schon nicht mehr. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist. Tokyo Night war noch okay, aber. Ja, Tokyo Night war gut gemacht, muss ich auch sagen. Als. Welcher Teil also hat hier? Aber der Bengel hat doch jetzt die Kräfte, oder nicht? Ja, das ist ja das Doofe. Der Bengel hat jetzt ja die Fähigkeiten und ne, er wurde ja auch gebissen. Er wird ja gleich zum Anfang gebissen vom Dämon, der da beschworen wurde und so. Ja, finde ich dumm. Kein Bock drauf, ganz ehrlich. Hat die Truhe geklaut? Billiger kleiner Zwerg. Wie du gerade gelacht hast, Alter. Hammer wie so ein Zwerg, ey. Mein Palmi stellt sich immer gleich so geil davor, dass du nichts anderes anklicken kannst. Nur Palmi. So, war's das jetzt hier? Ist immer ein bisschen kurz, ne? Ich weiß nicht, wie es euch vorkommt, aber ich hätte schon gern ein bisschen noch. Ja, dieses Vier-Instanz kommt nicht auf, ne? Nee, nicht so wirklich, ne? Also, dass du irgendwie so dolle Boss-Battles hast oder so. Hm? Ich habe so eine lila Kiste gefunden, was ist denn das? Muss ich bezahlen, um die aufzumachen? Das ist wie bei Counter-Strike, ne? Ja. Ja, genau. Ja, so ist es. Wie bei Counter-Strike, genau. Was müssen wir jetzt machen, Alter? Ich glaube, durchs Tor gehen, ne? Die Kiste? Okay, das. Ich werde zur Kiste gelotst, aber ich warte ja gerade. Deswegen. Ich denke mal, das ist einfach bloß wieder ein Anzeigefehler. Also, ich gehe jetzt mal durch das Glitzer-Tor hier. Ah, jetzt. Genau, jetzt müssen wir. Ah, jetzt müssen wir zur Kiste hier. Ah, da kriege ich meine Belohnung, mein Liebesrufe. Alles klar, jetzt geht's ab, ne? Ja. Entschuldigung. War ein bisschen hinterher. Jetzt zu lange gebraucht. Naja, nicht. Halt die Fresse! Ja. Wie sieht's eigentlich mit dem Intro aus, Mr. Viel beschäftigt Jones? Arbeit. Arbeit? Ja, Arbeit. Achso. Guck mal, er muss ja für 25 Frames, muss er ja 25 Bilder animieren, ja? Ach, man würde 5 Frames schon reichen, man kann ein bisschen ruckeln, ja. Wow. 5 Frames. Ey, komm. Besser als 1 Frame pro 30 Sekunden. Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was hat er? Hat er was? Will er was? Schieb ab. Quest abschließen. Achso, ja. Gut, dann bekommt ihr euer Geld. Ordnay wird es so, was macht er hier? Ist hier überall noch Quest? Ne, das sind Quatschtypen. Ne? Doch, hier gibt es eine Quest. Quatschtypen? Naja, solange du sie teilen kannst, dann muss ich da ja nicht auch hinlatschen, ne? Oder? Ist auch noch was zum Abgeben gewesen? Nee, nichts zum Abgeben, aber die labert. So, Feuerkäfer, Feuer. Ich habe keine Quest mehr. Nest-Ei, gehen wir erstmal ab, ne? Ja. Jo. Können wir abgeben? Also, mir wird hier nichts angezeigt. Mir hier auch nicht, aber Quest ist. Ah, doch, jetzt warte mal, Tosi. Dauert's ein bisschen? Ah, da hinten. Ich muss wieder in die Kanne dafür. Ha, wir haben Nest-Eier ja gerade auch gar nicht gemacht, oder? Nee. Feldbibel muss zurückkehren. Okay, wir müssen echt mal nach unten. Ich warte auf euch, Jungs. Oh. Dann müssen wir nochmal rein in die Kanalisation? Wir müssen nochmal rein. Unten gibt's irgendwie noch so einen Nox-Typ. Ob ihr wartet auf sie? Jawohl, nochmal in die Kanne, wo wir gerade eben waren. Na gut. Dann nochmal rein da. Würde ich auch sagen. Are you sure? Yes. Komm. The game has told me that. Wollen wir eigentlich mal so eine englische Spezialfolge machen? Oh. Maybe? Why that? Oh, because anyone in the USA, in Nebraska, in Alaska. Jetzt reimen wir weiter. You suck, we all suck. Ja. Yeah. It's nice that we have a German game. With German Subtitles. Von der englischen Zuschauer. Kann ich ja mit reinschneiden. Ist ja nicht so anstrengend. Einfach den Google-Übersetzer anmachen, so wie unsere Kunden das auch immer tun. Ja. Läuft halt schon von allein. Ja, wenn das die Ausländer mal machen würden, ne? Das wäre echt. Wie war das neulich? Irgendwie hat einer angerufen und sagt so, do you speak Russian oder so? Weißt du das noch, Mr. Jones? Sag ich dir, irgendwie so. Ich sag so, Spanisch. Ich glaube, Spanisch hat er gefragt. Ist das so no, ne? Und er dann so, do you speak English? Und da habe ich ihn auf Englisch zugedallert. Und dann hat er mir so gesagt, auf gebrochenem Deutsch so, ich rufe noch mal an. I don't understand, Weil er kein Wort verstanden hat. Das ist immer so. Warum zum Teufel, Mann? Und Spanisch ist echt, okay, ich kann kein Spanisch, also ein bisschen was, aber.
Das ist denn das Schlimme? Pablo Español? Ich hablo Español, hä? Ja,